Wir kamen dann auf die Idee, diesen Platz zu verankern. Mit der Installation Antipode ist uns das eigentlich ganz gut gelungen. Die Antipode als Beispiel oder als Symbol einer Plattform, die sich im gegenüberliegenden Raum, nämlich im Pazifik, der Frankfurt direkt gegenüber liegt, wie verankert. Es ist ein Raum, eine Kugel, die in die Erde sozusagen eingelassen ist. Und man betritt diesen Raum und hat in der Mitte eine kreisrunde Öffnung. Und durch diese Öffnung hat man die Möglichkeit, im übertragenen Sinne auf die andere Seite der Erde, genau auf den gegenüberliegenden Punkt, zu schauen. Die Antipode war die Installation, die dieses Ensemble entfaltete, als ein Ausgangspunkt. Was die Antipode betrifft, war das von der künstlerischen Konzeption her ja eine Kernaussage der Künstler, die gesagt haben, die Antipode ist unser zentrales Kunstobjekt und um die Antipode herum gestalten wir verschiedene multimediale weitere Kunstwerke, die aber immer im Dialog mit der Antipode funktionieren und auch wahrgenommen werden. Also diese Idee der Antipode sollte eigentlich auch, wie alle anderen Installationen, so eine Art Inlay-Charakter haben. Aber wir haben uns dann immer wieder und erneut mit dem Betreiber, mit uns selbst zu diesem Thema auseinandergesetzt, bis dann tatsächlich die Idee dieser Kugel immer konkreter wurde und wir dann auch mit neuen Vorschlägen und Ansätzen auf die Betreiber zugegangen sind, letztlich mit Erfolg. Da war unsere Aufgabe jetzt als Dresden Sommer im Projektmanagement Mittler und Übersetzer zu spielen zwischen den Leuten, die das umsetzen müssen, also die Baubeteiligten und den Künstlern, die ihre Ideen weiterentwickelt hatten und auch immer im Vorfeld mit verschiedenen Unternehmen schon Abklärungen gemacht haben, was denn technisch realisierbar ist und Lösungen auf den Tisch gelegt haben. Und die mussten dann im Endeffekt noch modifiziert werden. Die Kugelform an sich hat für die Künstler mehrere Ebenen. Also zum einen ist es eine sehr archaische Form, die verschiedene Assoziationen zulässt, sei es Weltkugel, Atom und auch das Material Lehm als ein sehr ursprünglicher, sehr traditioneller, dadurch auch in ganz starken Kontrast stehender Baustoff zu dieser modernen Architektur, zu der multimedialen Installation, die im Inneren stattfindet. Die interessante Geschichte daran ist ja, dass die KAB gesagt haben, wir wollen das Ding in Holz und Lehm hingestellt haben. Die Probleme, die hierbei auftauchen, sind ja weitaus größer jetzt in dieser Holz- und Lehmbauweise, als wenn es bei einer anderen Bauweise gemacht worden wäre. Das ist für alle Beteiligten nicht so einfach, angefangen von dem Statiker über die Architekten bis hin halt zu uns, die wir diese Holzkonstruktion hier aufstellen mussten. Und das stellt natürlich konstruktiv, weil man natürlich die Lasten irgendwo in den Boden hereinbringt, ein wesentlich höheres Problem da, als eine Halbkugel, sage ich mal, zu bauen, die relativ sicher auf ihrem Ring steht. Als es um die Frage ging, wie kann die Außenhülle der Antipode gestaltet werden? Es soll etwas zum Ausdruck gebracht werden, was mit Natur zu tun hat, aber trotzdem auch im Außenbereich wasserabweisend ist. Also der Arbeitsablauf ist jetzt hier auch sehr besonders, weil eine Fläche von fast 60 Quadratmetern Oberfläche ist für diese Technik Tadelak eine sehr große Oberfläche. Deshalb habe ich auch ein ganzes Team zusammengestellt, mit dem wir also innerhalb von sehr kurzer Zeit diese große Fläche bearbeiten werden. Digitalität muss man jetzt nicht im Einzelnen beschreiben, aber wir finden, dass der Künstler sozusagen auch so eine Art wie Verpflichtung hat, diese modernen Technologien anders zu nutzen, kreativ zu nutzen. Und Ausdruck davon ist, wie gesagt, auch wieder nur eine Ebene dieser Installationen, etwas Unmögliches mittels Film möglich zu machen, nämlich die Idee, uns in Bezug zu setzen mit dem, was uns am weitesten entfernt ist, nämlich die andere Seite sichtbar zu machen. Kann man vielleicht sehen wie einen digitalen Durchbruch durch den Erdmittelpunkt. So war es uns doch unglaublich wichtig, die Analogie noch zu betonen. Das heißt, das Material der Antipode, das angespielt wird, wird digital eingespielt, besitzt aber die Authentizität des Dagewesenen. Wir haben uns auf die Reise gemacht, um in Neuseeland das Material von dem antipodischen Umfeld einzufangen und hier in diese Installation einzubringen. Jetzt könnte man sagen, ja, wieso fährt man da runter? Man kann dieses Material doch auch faken.
Aber dieser Fake, also dieser, ich sage mal in Anführungszeichen, Betrug, würde diese ganze Installation in sich zusammenkrachen lassen, denn dann wäre es ein Spiel von Möglichkeiten, die wir nicht akzentuieren wollen. Antipode in unserem jetzigen Sprachgebrauch bezeichnet immer wieder Gegenspieler. Wir verstehen Antipode sehr wohl als das vollkommen Gegenüberliegende, als das, was von uns also möglichst weit entfernt ist, aber uns ist dieser Bezug wichtig, als wenn es einen Magnet zwischen diesen verschiedenen Polen auch geben würde.